Hi, ich bin Jens, das hier ist der Hineingeschaubert und wir spielen Ravenous Devils. Gut. Wir sind ja gerade dabei gewesen, alles mal vorzubereiten, dass die Kunden gleich zufrieden einsteigen können. Und damit können wir öffnen. Wir haben die Burger. Die Auslage ist gefüllt. Klamotten sind vorbereitet. Die Kundschaft kann kommen. Und ich hoffe, sie kommt reichlich. Ich weiß, ich bin ein bisschen überbelichtet, aber ich wollte die Sonne reinlassen. Eher die frische Luft, aber die Sonne kommt dann als Paket dazu. Oh, Kundschaft! Alright. Sieht's aus? Reicht das schon? Komm, wir füllen schon mal nach. As fast as I... Können wir nämlich gleich nochmal Burger vorbereiten. Oh, der Tisch füllt sich. Und hier gleich Nähmaschine anwerfen. Yep, warte. Wir legen das auf den Tisch und gleich mal nachfragen. Du wirst die Auslage neu bestecken. Jetzt wird sauber gemacht. Dass da ein Kunde reinmarschiert. Ein Pai. Das trifft sich doch gut. Ein Pai haben wir. Und ab geht er. Sehr schön, die sind zufrieden. Dann mache ich als nächstes gleich mal die Burger fertig. Weil wir müssen die Auslage dringend auffüllen. Und einmal Pie. So. Ich hatte ja schon Burger. As fast as I can. So. Die Leute dürfen keine Lücken haben. Und unten Ränder. Rein in den Ofen. Du holst mal die Klamotten. Und nochmal Burger. Ja, wir schreddern ihn nochmal kurz. Pie or a meatball. Wir nehmen das mit hoch. As fast as I can. Was wollen die werten Damen? It's delicious. Sie hat echt den stressigsten Job. Sie wollen Burger. Das trifft sich doch gut. Gut, das sind die Ablage. Baking time! Baking time!
Gut, du. Schnell hoch, schnell hoch. Die Ablage ist auch leer. Enjoy your... Das war knapp. As fast as I can. Baking time. Oh. Ja, dass sie nicht ganz zufrieden sind, ist verständlich. Es hat ein bisschen länger gedauert, als ich wollte. Falls nochmal wer reinkommt. Oh, they look good. Und dann hexen wir ihn nochmal. Und wieder ein Tag geschafft. Oh. Guten Tag, Mr. Percival. Mein Name ist Elliot Carson. Ihr Geschäft ist aktuell in aller Munde in der Stadt. Das heißt, nirgends woanders findet man Bekleidung von ihrer Qualität. Einer meiner Bekannten empfahl mir einen Besuch hier bei Ihnen. Ehrlich gesagt, war mir nicht bewusst, dass hier ein Bekleidungsgeschäft aufgemacht hatte. Ihre ausgestellten Kleidungsstücke sehen extravagant aus. Jedoch sollten Sie den Laden noch ein wenig mehr reinigen. Nichtsdestotrotz würde ich gerne einen Anzug von Ihnen für meine anstehende Reise anfertigen lassen. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Carson. Es ist mir eine Freude, für Sie etwas Exklusives zu schneidern. Welche Art von Anzug schwebt Ihnen vor? Ist er für Sie gedacht oder den Jungen? Damit ich weiß, welche Maße ich nehmen muss. Der Anzug ist für mich. Bestimmt und sollte strapazierfähig sein. Denn ich werde ihn zum Jagen tragen. Der Junge ist nun mein persönlicher Assistent. Beachten Sie ihn einfach nicht. Sollte er Sie jedoch stören, können wir ihn auch rausschmeißen. Nicht wahr, Junge? Natürlich, mein Herr. Genauso wie ich es mag. Vergessen wir das. Heute bin ich nur zum Schauen in Ihrem kleinen, beschaulichen Lädchen. Ich werde mich für heute entschuldigen, Mr. Percival. Da ich noch Pläne habe, werde ich jedoch die Tage wiederkommen. Es würde mich freuen. Kommen Sie gerne jederzeit wieder. Auf ein baldiges Wiedersehen, Mr. Elliot. Vielen Dank. Auf bald. Na los, tu nichts, Nutz. Wir gehen. Sag auf Wiedersehen zu Mr. Percival. Auf Wiedersehen. Der Junge schreit nach einer Befreiung. Er scheint unser Ziel zu sein. Der Absender der Briefe scheint wirklich nicht zu scherzen. Bei unserem nächsten Treffen werde ich etwas zu tun haben. Gut. Ja, da ist alles vorbereitet. As fast as I can. Wir müssen hier Pies nachfüllen. Ich bin hier ganz schön in Schwimmen gekommen. M33 Upgrades. Kann ich mir nicht leisten.
Noch eine Auslage. Nein, noch ein Tisch. Nein! Mehr vorbereiten könnte, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Was 20. Müssen die Lücken nutzen. Skins habe ich noch keine. Okay. Wir bereiten mal die zwei Gerichte noch mal vor. Und da eine volle Ladung Pies rein. Ready to eat. Und legen hier schon mal alles parat. Kann ich nämlich spontan entscheiden, was ich brauche. Alles klar. Geschäft öffnen. Sehr schön. This is a masterpiece. Hat er übrigens mal zu tun, der faule Sack. Ja. Das ist nötig. Das Auge getroffen. Kann sein, dass er ein bisschen brutaler wird mit der Zeit. Der Tisch füllt sich. Ist schon mal vorsorglich. As fast as I can. Ja, wir sind auf dem Weg. Wir sind auf dem Weg. Hi. Dann legen wir das erstmal ab. Ist ja schon vorbereitet. Nutzen die Zeit. Oh, er hat gekauft. Und hauen gleich mal den Pai raus. Bevor wir aber die Kundschaft weiter verarbeiten, erstmal die Nähmaschine an. Und jetzt kümmern wir uns um ihn. So. Müssen wir hier nachfüllen. Ready to eat. So, my lady, Sie können. Bereiten hier schon mal den nächsten Pie vor. Und Zutaten. Seh schon, wir müssen wieder nachfüllen. Wir brauchen einen größeren Fleischwolf. Kauf. They look good. Schritt 1,
Burger. Brauchen Burger. Und rein hier. Wollen wir mal wieder verarbeiten? Komm. Du willst es da auch. Erstmal hoch. Und du bestückst erstmal vorne die Auslage wieder. Warsteine hier, dass da eine Lücke entsteht. Sie wollen einen Pi. Moving there. Okay, erstmal. Wollen ja. Jetzt der geschwinde Wechsel. Baking time. Das dahin und du. So. Mach sauber. Das wird knapp. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Reicht das noch? Reicht das noch? Nee. Moving there. I hope you'll like it. Ich bin nicht zufrieden. Ich bin nicht zufrieden. From time to time. Ja, hier drauf. Also ich brauche zwei Öfen. As fast as I can. Oh. Guten Morgen, Mr. Percival. Bin ich so früh? Der Laden scheint noch geschlossen zu sein. Guten Morgen, Lady Elizabeth. Nicht wirklich. Treten Sie ein. Brauchen Sie ein neues Kleid? Ja, ich habe einen Anlass. Seien Sie mein Gast. Gehen Sie zum Spiegel. Ich werde sofort bei Ihnen sein. Dies muss der Ort sein. Die Falltür. Diese Anziehsachen. Mein Gott. Alles, was Jack mir gesagt hat, ist wahr. Soll ich ihm etwas sagen? Ich weiß nicht, wie er reagieren würde. Ich bin hier nur für einen Grund. Und den werde ich nicht vermasseln. Hier bin ich. Ab an die Arbeit. Ich dachte an etwas Aufreizendes. Vielleicht in Hellblau. Dieses Kleid für einen besonderen Anlass, wenn mir die Frage gestattet ist. Eine Beerdigung. Okay, wenn ich meine Meinung abgeben darf, ich bin mir nicht sicher, ob Hellblau die richtige Farbwahl für eine Beerdigung ist. Das ist unwichtig. Tatsächlich bin ich der Meinung, niemand wird etwas zu mir sagen. Ich werde die Person im Sarg sein. Was meinen Sie? Ich sterbe und ich kann nicht dagegen, nichts dagegen unter. Was? Nichts kann dagegen. Oh mein Gott, ist da hapert die Übersetzung, entschuldigt. Also, nochmal. Ich sterbe und nichts kann dagegen unternommen werden. Ich fühle mich bereits wie ein Geist in dieser Welt. Ich würde mich auch selbst umbringen, bin jedoch nicht mutig genug.
Wenn mich doch jemand von dieser Bürde befreien könnte. Es ist zu viel verlangt, zu sterben ohne großes Leiden. Aber vielleicht... Es tut mir leid, dich stören zu müssen, Percival. Aber ich muss dir etwas unten zeigen. Ich arbeite, Hildred. Bitte, Percival. Du musst mit mir kommen. Ich bin mir sicher, die Dame kann für einen anderen Termin wiederkommen. Du hast ja auch gerade erst angefangen. Vielleicht war es ein Fehler, hierher zu kommen. Es tut mir leid, ich denke, ich gehe nun. Ich bin ein ganz großer Imitator. War alles gut mit ihr? Hast du irgendwas Komisches mit ihr angestellt? Ich habe sie nicht einmal angefasst. Sie erzählte mir, dass sie an einer Krankheit sterben werde. Die Arme. Was war nun so wichtig? Na los, ich zeig es dir. Nun? Und, magst du es? Jo, nett. Was? Fällt dir nichts Neues auf? Schränksche! Freundsche! Nein. Schau nach oben. Okay, der Schrank war schon da. Ich hab ein paar Blumen aufgestellt. Jetzt sieh's. Ich dachte, ein bisschen Deko kann nicht schaden. Damit die Kunden etwas zum Schauen haben. Während sie warten. Gefällt es dir? Es ist ein Anfang. Aber du kannst mit Sicherheit noch mehr machen. Hast du mich ernsthaft hierfür unterbrochen? Ja, das ist wirklich wichtig. Wir machen unsere Kunden zufriedener. Ja. Fein. Dann geh wieder hoch und bring Leute um. Das scheint die einzigste Aktivität zu sein, die dir gefällt. Nicht die einzigste. Er pimpert auch gern. Aber viel macht er wirklich nicht ansonsten. Gut. Die Folgen halte ich ja mal ein bisschen kürzer. Also, wenn es euch gefallen hat bis hier, lasst ein Abo da. Gefällt mir. Ja, kommentiert. Klingelt die Glocke, das hilft auch. Also mir. Euch bestimmt auch, weil ihr verpasst da nichts mehr. Ist doch toll, oder? Okay, dann noch eine blutige Woche. Haut rein, bis zur nächsten Folge.